Also die Darmstädter, die fliegen da ein bisschen unter dem Radar. Wir gehen direkt ans Böllenfalltor. Da ist unser Reporter Alexander Bohnengel. Und Alex, du bist nicht allein. Wen hast du da an deiner Seite? Nee, ich habe mir Verstärkung geholt, und zwar von Peter Kunz, einem Lilien-Urgestein. Und er war 15 Jahre lang Stadionsprecher hier am Böllenfalltor bis 2013. Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du bei mir bist. Ja, wir haben viel gehört eben von Thorsten Lieberknecht, der wirkt sehr entspannt. Wie sieht es denn so in der Lilienseele ganz tief drin aus? Ist das jetzt das große Zittern oder sagt man sich, jo, komm, lass uns gewinnen, der Rest kommt, wie es kommt? Na, die Ausgangssituation ist ja relativ klar. Wenn alles normal läuft, dann sind wir Vierter. Aber was läuft am letzten Spieltag schon normal? Und ich glaube, darauf kann man schon auch spekulieren. Und die Lilienseele ist grundsätzlich immer sehr entspannt, weil wir ja eigentlich immer die Rolle des Underdogs innehaben und auch gerne. Und von daher schauen wir einfach mal, was heute passiert. Ich habe natürlich auch jetzt im Vorfeld zu diesem Spiel mit vielen anderen Leuten mich auch unterhalten. Und ganz viele haben gesagt, oh, ich habe da irgendwie so ein Gefühl, so ein positives Gefühl. Ne? So, jeder schreibt Darmstadt ab, ja, werden vielleicht Vierter, tolle Saison gespielt, aber HSV, Werder Bremen, die lassen sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du irgendwie, heute ist Zeit für ein weiteres Wunder hier in Darmstadt? Also erstmal finde ich gar nicht, dass es ein Wunder wäre, weil es ist das Ergebnis von jahrelanger, sehr konstruktiver, professioneller Arbeit, Präsidium, sportliche Leitung. Von daher, das Wunder war unter Dirk Schuster, da sind wir aufgestiegen aus der dritten Liga in die zweite und haben eine Verlosung gewonnen, an der wir eigentlich gar nicht teilgenommen haben. Jetzt vom Wunder zu sprechen, weiß ich nicht. Dass unerwartete Dinge heute passieren können, das kann ich mir schon vorstellen, hängt ja im Zweifel an einem Tor hier oder da. Und von daher, letzte Spieltage, das hat die Bundesliga-Geschichte bewiesen, die sind immer für alles gut. Definitiv, vielleicht sogar für einen direkten Aufstieg, kann ja theoretisch möglich sein. Klar ist bei Werder Bremen, HSV, wenn das da nicht klappt mit dem Aufstieg, dann ist eine große Enttäuschung da. Glaubst du, diese Saison, die niemand so hat erwarten können, kann die durch irgendwas noch kaputt gemacht werden? Oder muss man das einfach heute feiern, was da in den letzten Monaten passiert ist unter Thorsten Lieberknecht? Ja, Enttäuschung ist ja immer dann da, wenn man sich vorher hat täuschen lassen. Und wenn man jetzt sieht, was wir in dieser Saison alles meistern mussten, die ersten beiden Spiele unter Corona-Bedingungen, wo dann irgendwie 16-Jährige im Kader waren. Also eine tolle Saison wird es auf jeden Fall. Wenn natürlich die Relegation oder der Aufstieg klappt, dann wird sie herausragend. Und dafür sind wir natürlich offen. Wir nehmen das alles mit, was kommt. Letzte Woche war so ein bisschen das Motto, alles muss, nichts kann. Und diese Woche ist es umgekehrt. Alles kann, aber nichts muss. Und das ist vielleicht auch das Motto für heute. Du warst bis 2013 hier am Bölle Stadionsprecher. Du bist da immer noch ganz nah dran am Club. Was ja auffällt, ist seltene Tugenden, großartiger Teamgeist, ein Trainer, der irgendwie einen Schalter umgelegt hat. Was hast du so in den Jahren verfolgen können? Warum sind diese Tugenden, diese Werte, diese Eigenschaften bei Darmstadt 98 einfach geblieben? Ich glaube, das ist ein sehr organisches Gebilde hier, sehr gewachsen über die ganzen Jahre. Ich habe schon gesagt, viel Qualität in der Führungsmannschaft, auch sportlich. Und die Fans werden immer mitgenommen. Der Verein wird ja immer so ein bisschen belächelt, aber man muss sich mal anschauen. Der Verein wird 125 Jahre alt, hat eine riesen Fanbase, ist Mitglieder geführt komplett. Und ich glaube, das bedeutet auch, dass dann alle zusammenstehen hier und die im Himmel nicht Jahrmarkt ist, auch wenn mal so ein Tag wie heute ist, an dem viel passieren kann. Das sind so die Tugenden von Darmstadt. Sehr sozial und eigentlich ein super Club. Also wenn noch einer einen sympathischen Zweitligisten sucht, um ihm sein Herz zu schenken, ist er hier sicherlich nicht falsch. Wenn diejenigen recht haben, die gesagt haben, oh, ich habe da so ein gutes Gefühl heute, was ist dann hier am Bölle, was ist in Darmstadt los? Und du bist ja auch als Musiker unterwegs, hast du schon ja einen Aufstiegssong parat gelegt oder sowas in der Art? In der Tat nicht. Ich habe ein paar Stadionsongs ja schon gemacht, unter meinem Pseudonym Der Ingenieur. Habe ich aber immer spontan gemacht. Das war eigentlich immer das Ergebnis großer Emotionen, irgendwie Heimfahrten von Aufstiegen, wenn mich dann die Gefühle komplett übermannt haben. Und dann bin ich direkt ins Studio gegangen, habe irgendwas mehr oder weniger Schönes verbrochen. Danach weiß ich nicht. Also noch habe ich das Gefühl nicht. Noch sind wir hier konzentriert, fokussiert und die Mannschaft hoffentlich auch gut bandagiert. Irgendwas mitbekommen, was trotzdem für den Fall eines Falles geplant ist in der Stadt? Oder was wäre so der übliche Ablauf? Gab ja schon das ein oder andere Wunder hier. Na, mit diesen Aufstiegen ist ja immer so, das darf ja nichts durchsickern. Und auch da ist der Verein sehr professionell, auch die anderen Vereine. Wir sind nicht der Club, der vorher irgendwelche Balkone reserviert, das haben andere gemacht. Und von daher ist hier alles völlig entspannt. Es ist ja nichts peinlicher, als wenn da irgendwas durchsickert und dann klappt es nicht, dann bist du der Depp. Wenn du irgendwie aufsteigst, dann hast du alles richtig gemacht. Und auf die Frage, was wäre dann los? Ja, dann ist alles möglich. Dann geht es sicherlich in die Innenstadt. Aber so weit sind wir noch nicht. Vorher haben wir noch ein Spiel zu gewinnen und andere nicht.
Und wenn es dann so kommt, dann wird sicherlich eine große Party, was auch immer das bedeutet. Ich glaube aber ohnehin, dass es ein sehr positiver Abschluss wird, ganz egal, was heute passiert. Also auch du denkst von Spiel zu Spiel, vernünftige Sichtweise. Peter, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns jetzt einfach auf ein tolles Spiel. Mal schauen, was am Ende bei rauskommt. Eine Sache wollte ich noch erwähnen. Wir machen zur Stiftung von, zugunsten der Stiftung von Johnny Heimes eine Comedy-Show, die Kunst und Brosius Show am 19. Juli auf Burg Frankenstein. Da werden so Lilienlegenden wie Bodo Matern, Toni Seiler, Alberto Colucci und andere, könnte ich noch ein paar aufzählen, antreten bei irgendwelchen schwachsinnigen Spielen und Geld erspielen für die Stiftung. 19. Juli, Burg Frankenstein. Dankeschön für alle, die es nicht wissen. Jonathan Heimes, ein junger Lilien-Fan, der leider viel zu früh 2016 an Krebs gestorben ist, aber mit seinem Motto, du musst kämpfen, ja, bis heute ein integraler Bestandteil dieser Lilienmannschaft und der Kultur ist. Das nur noch mal am Rande. Sehr, sehr gute Sache, die sicherlich viele Leute hoffentlich unterstützen werden. Und mit diesen Eindrücken zurück zu euch ins Studio. Vielen Dank, ihr beiden. Viele Grüße zurück.